Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren ja beim letzten Mal und haben ja unsere Hauptstadt komplett neu angefangen. Ja. Und wollen hier komplett neu starten. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt einfach mal weiter. Allerdings gibt es als erstes zu sagen, dass ich wieder gute Tipps von euch bekommen habe. Auch von dem ganz einfach Luca. Ich denke, du heißt Luca. Sei an dieser Stelle einfach mal gegrüßt. Und zwar, in unserer neuen Stadt sollten wir tatsächlich Monorails nutzen, weil Monorails scheinen wenig Umweltverschmutzung zu bringen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir das jetzt einfach mal machen. Dass wir direkt am Anfang eine Monorail einsetzen. Und da bin ich jetzt allerdings ein bisschen überfragt, wie wir die denn ziehen. Ich würde die gerne so ziehen. Und einmal hier oben durchziehen. Aber wobei, hier oben haben wir schon einiges an Gebäuden. Da müsste jetzt einiges erstmal weichen, ne? Ja, wohl oder übel müssen Gebäude weichen. Das ist jetzt gerade nicht zu verhindern. Gut, wisst ihr was? Dann reiße ich erstmal diesen Park hier ab. Damit wir das direkt haben, versteht ihr? Dann haben wir nämlich direkt hier eine funktionierende Monorail. So, dann machen wir das nämlich so. Dann hoffe ich, dass wir hier durchkommen. Ja, fast. Okay. Weil wir wollen es direkt richtig machen, Freunde. Deswegen tut mir jetzt leid, dass da die Gebäude abgerissen wurden. Aber wir wollen es bitte vernünftig machen. So, und auch das hier tut mir leid, dass da jetzt das Gewerbegebäude flöten geht. Und da würde ich vorschlagen, machen wir das so. Genau, wir ziehen jetzt nämlich eine schöne Monorail durch. Ja, wobei, das ist jetzt schlecht. Gut, aber dann machen wir das anders. Das Krankenhaus stellen wir dann einfach hier hin. Und reißen dieses Krankenhaus ab. Machen hier nochmal den Parks neu. So. Hier vorne könnte theoretisch noch eine. Ah, nee, haben wir schon. Okay. Sehe ich denn da oben schon wieder? Geschenkchen. Weg damit. So. Dann können wir weiter unsere Monorail hier durchziehen. Ja, wieder nur bis hier vorne, weil da überall Parks im Weg stehen, ne? Ja. Es tut mir leid, wenn jetzt die großen nein. Wenn jetzt die großen Gebäude hier wegfliegen. Aber da die werden ja direkt neu gebaut, wie ihr seht, ne? Alles klar. Weiter geht. Moment. Warum geht das nicht? So rum geht das. Es tut mir leid. Aber wir sind ja zum Glück noch am Anfang. So. Genau. Und, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese Tipps, die ihr mir hier gegeben habt. Finde ich wirklich gut. Dass ihr so viel mitdenkt, wie das hier besser laufen könnte. Und ja, bis hier. Moment. Ich sehe auch gerade, dass wir hier irgendwie Finanzprobleme haben, ne? Aber das kommt dann alles Schritt für Schritt. So. Ah, deswegen, weil hier große Plazas stehen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Okay, wunderbar. Das heißt, die können wir hier dann direkt verbinden. So, genau. Wunderbar. Das sieht nicht gut aus. Moment. So. Monorail habe ich eigentlich auch immer gerne gebaut damals. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier nicht be beherzigt habe. Aber ist okay. Dann können wir hier Monorail-Stationen aufbauen. Ganz viele. Tatsächlich, weil damit die Leute auch schön damit fahren. Am besten wirklich alle 50 Meter, wie hier in der Stadt.
Ja, eine Bodolee-Station. Verdammt. So, und dann haben wir direkt eine Schnellzugverbindung für die Reichen. Weil angeblich sollten damit die Reichen schneller zur Arbeit kommen. Und, ja, das macht auch Sinn, das sehe ich auch ein. Damit wir die Reichen endlich mal ein bisschen besänftigen können hier. So, und zack, genau, wunderbar. Und dann sollte dementsprechend auch die Finanzsituation sich bessern, wenn die Leute Monorail-Tickets kaufen. Ganz genau, und dann gucken wir uns das mal an. So. Ja, die Finanzen gehen runter, weil ich halt ein paar Gebäude abreißen musste. Aber können wir doch direkt mal prüfen. Sie wird genutzt. Schaut euch das an. Die Monorail wird genutzt. So, und dann warte ich jetzt einfach mal ab. Wie sich das weiter hier entwickelt. So. Ja, ja, der Geldbestand. Grabesnöte. Ja. Seht ihr das? Die fahren alle mit der Monorail. Die Reichen hier. Haha. Sehr schön. Das scheint doch geklappt zu haben. Jawohl. Gut, die dürsten sogar alle öffentlichen Verkehrsmittel. Finde ich sehr schön. So, und die Finanzen haben sich jetzt beruhigt. Hä? Was ist das denn? Achso, das kommt dahinter. Das ist witzig gerade. Das sieht witzig aus. Aber okay, die Riesenhotels kommen wieder. Marriott Hotels. Und genau, unsere Finanzen sind stabil. Das heißt dann aber auch, dass wir hier am besten, indem wir die Schule, ja gut, die Schule, die können wir ja nachbauen, das ist ja nicht das Problem. Oder? Shit. Okay, ist jetzt nicht so schlimm, dass wir die nicht nachholen können. Ich würde dann aber sagen, tatsächlich, dass wir hier jetzt die Monorail so verbinden. Ist zwar ein weiter Weg, aber die Monorail ist angeblich das schnellste Verkehrsmittel. Und also ich vertraue euch da, wenn ihr mir Infos gibt, dass die auch stimmen, weil warum solltet ihr viel Information geben? Und außerdem schätze ich euch nicht so ein. Von daher, ja. Freut mich das auch einfach, dass sie mir Infos gibt zum Spiel gibt. So, machen wir das denn jetzt am geschicktesten? So, genau. Und dann zack. Wunderbar, dann habt ihr jetzt nämlich auch hier eure Monorail-Anbindung und dann hoffe ich mal, dass ihr nicht mehr so einen langen Pendelweg habt hier. Oder? Pendelweg? Nee, ist okay. Aber ihr seid trotzdem irgendwie dunkel. Ich weiß auch nicht warum. Verkehrsgeräusch hoch, Pendelverkehr mittel. Ah, was den Verkehr angeht, liebe Freunde, habt ihr mir tatsächlich auch einen Tipp gegeben. Und zwar, wenn wir unterführte Autobahnen haben wollen. Da gibt es nämlich dann eine Möglichkeit. Und zwar, wenn wir... Nee, wartet mal, das muss ich mir jetzt mal ganz genau angucken. Erosion, Ebene, genau so. So, genau. Weil wir hatten tatsächlich... Es gibt eine Möglichkeit, wie man unterführte Autobahnen machen kann. Und die würde ich ganz gerne jetzt mal hier probieren. Was, Krater? Erstellt Krater. Das funktioniert aber, wenn du die Maustaste gedrückt hältst. Ich möchte einfach eine ganz kleine Nische mal haben, um das mal auszuprobieren. So, genau. Weil dann können wir jetzt nämlich hier... Wo ist die Stelle? Da ist die Stelle, ne? Wenn wir jetzt hier eine Straße drauf bauen, sollte man theoretisch... Ja, das muss noch ein bisschen runter.
Das ist jetzt ein bisschen Experimentierarbeit. Gut, wartet mal, wie sehen die Finanzen aus? Die sehen gut aus. Okay, da können wir hier ein bisschen Geld sparen noch nebenher. Wartet mal. Ihr habt mir nämlich auch ein Video dazu gezeigt, das ich mir natürlich angeschaut habe. Und da haben sie das nämlich auch so gemacht, dass sie hier dann hingegangen sind, haben eine Straße gemacht, aber das ist irgendwie kompliziert, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Weil es gibt nämlich die Möglichkeit, einen U-Bahn-Tunnel zu bauen. Ich werde das jetzt mal kurz probieren. Was war das denn? Okay. Und wenn wir das nicht hinkriegen sollten, dann, sorry, dann werde ich nicht auf diese Unterführungsautobahn setzen. Aber ich will das einfach mal ausprobiert haben. So. Gut, weil dann haben wir jetzt nämlich hier unten die Unterführung und da die Unterführung. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, ebenerdige Autobahn. Nee. Nee, die geht ganz normal. Naja, wobei, wir könnten aber auch sagen, dass wir die Autobahn tatsächlich anstelle der Alleen machen. Aber wenn wir die Autobahn anstelle der Alleen machen, dann ist das tatsächlich blöd wegen dem Platz, sehe ich gerade hier, oder? Wobei, so viel Platz kostet das gar nicht. Also dann. Dann würde ich vorschlagen, wir verzichten tatsächlich auf die ebenerdige Autobahn. Und werden aber die Alleen mit Autobahn ersetzen. Wobei, ist das eine gute Idee? Ich denke schon. Ich denke schon, dass das eine gute Idee sein könnte. Und die Frage ist halt, das Autobahnende. Wie verbinden wir das mit einer Straße? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Ende der Autobahn. Ja, wobei, ist eigentlich unwichtig, oder? Wartet mal, wenn wir jetzt hier die Alleen wegnehmen. Und dann Schritt für Schritt die... die Ausfahrten, die sind halt groß, ne? Die Ausfahrten sind riesig. Wartet mal, ebenerdige Autobahnunterführung, so. Ja, guckt. Das braucht ein bisschen mehr Platz. Tatsächlich. Ja, wobei, das ist einfach eine Autobahn und eine Straße, ne? Ach, guck mal, da fahren die Monorails. Das ist cool. Warte mal, ebenerdige Autobahn. Können wir da keine Straße drum? Ah, guck mal. Ja, wobei, das ist dann eine Brücke. Das ist voll interessant. Richtig interessant gerade. Das ist das erste Mal, dass ich mich auch so damit beschäftige. So. Das ist dann eine Autobahnausfahrt. Ist jetzt die Frage. Sollen wir da drauf setzen? Ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ist jetzt eine sehr gute Frage. Also, das... Ah, oh, sehr schön. Das Wichtigste ist jetzt halt erstmal, dass wir hier unsere... unsere Wolkenkratzer kriegen und Autobahnen. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn wir das machen. Wenn wir mal... Ich mach mal eine Pause. Wenn wir jetzt mal die Alleen abreißen. Und die dann mit einer Autobahn... Wartet mal, ich speichere das mal vorher. Wenn wir die dann mit einer Autobahn ersetzen... So, dann sieht das Ganze so aus in der Stadt. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Und wenn wir dann jetzt hier diese Autobahn...
diese Ausfahrt nehmen. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Wartet mal, wenn wir dann hier die Straßen abreißen. Und dann hier müsste es doch jetzt... Das müsste... Ah, ich habe, glaube ich, hohe Autobahn gebaut, oder? Oder ist das eine ebenerdige? Das ist eine ebenerdige, oder? Genau. Oder... Wartet mal, wie ist sie... Ah! Ne, hier würde ich gerne eine Ausfahrt hinmachen. Warum funktioniert das nicht? Ach, weil wir... ich verstehe. Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. So, Autobahn. Unterführung. Ah, so geht's. So geht's, Freunde. Das sieht doch gut aus. Und die können wir dann auch mit einer Straße verbinden, die drüber geht. Gucken wir mal. Die Straße müsste... Oder sollen wir eine hohe Autobahn machen? Das sieht schon geil aus, muss ich sagen, ne? Mit einer Autobahn. Das sieht schon echt geil aus. Und... Moment. Erhöhte Autobahn. Wenn wir das so machen... Alles am lebenden Objekt jetzt hier. Finde ich auch mal cool. So, erhöhte Autobahn. Ah, und da können wir die Ausfahrten so machen. Okay. So, dass die dann verbunden sind. Klicke mit... Ah, nein! Scheiße! Nein! Nein, 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 nein. Moment. Das war... Das wollte ich gar nicht. ohne speichern. Aber das ist die Idee. Das ist die Idee. Was machen wir jetzt? Wir bauen tatsächlich eine Autobahn, Freunde. Wir bauen tatsächlich auf die Hauptverkehrsader eine Autobahn. So. Eine erhöhte Autobahn, um genau zu sein. Erhöhte Autobahn bis hier unten. Bis hier unten durch. So. Machen wir das hier auch nochmal gleich. Das finde ich nämlich richtig cool. Tatsächlich. Diese Idee. So, und dann machen wir jetzt hier eine erhöhte Autobahnüberführung. So. Weil das sind nämlich die Ausfahrten. So, dann reißen wir hier die Sachen einmal ab. Erhöhte Autobahn. So, und dann haben wir jetzt hier unsere ersten Auffahrten. So, Leute. So sieht das doch schon viel besser aus. Dann können wir den Rest ja wieder mit Parks füllen. Es kostet halt ein bisschen mehr Platz. Das ist es gerade, ne? Aber ich denke, das wird sich lohnen. Das wird sich tatsächlich lohnen. Und jetzt können wir nämlich hier auch hier drunter dann... Sollten wir Straßen aufbauen können. Das ist ja der Vorteil einer überhöhten. Oh, ja! Sehr schön. Alles klar. Auf der Andrea Doria. cool. Dann machen wir jetzt hier die Bushaltestelle hin, eine U-Bahn-Station hin. Und weitere Parks. So, wunderbar. Na komm schon. Gib mir die Parks. So. Perfekt. Und dann können wir das jetzt hier mit der U-Bahn verbinden. Haben wir zwei U-Bahn. Egal. So, und dann. Ja, es kostet halt, ne? Dann können wir hier schon die nächste Ausfahrt hin machen. Aber das Problem ist jetzt...
Der Platz hier... Ah, okay, die Schule können wir verschieben. Das ist nicht das Problem. So, die Schule können wir verschieben. Die große weiterführende Schule. Große weiterführende war das, ne? Ja, genau. Die können wir verschieben und dann hier nochmal Ausfahrten hinmachen. So, dann einmal so. Und dann sollte es theoretisch klappen, wenn wir... Mach die Straße mal da weg. Sollte das theoretisch so funktionieren. Oder muss die Bushaltestelle da noch weg? Und die U-Bahn-Station. So, ey, warum klappt das denn jetzt nicht? Das ist sehr merkwürdig. So, da muss ich. Müssen wir erst die Straße dadurch? Nee. Da geht gerade irgendwie gar nichts. Moment mal. Moment mal gerade. Oder müssen wir als allererstes hier die Straße durch? Ah! Möchtest du hier eine Auffahrt bauen? Das macht er automatisch. Hey, das ist geil. Das ist gerade echt geil, muss ich sagen. So, dann machen wir hier die Schule hin. Dann muss hier vorne die U-Bahn-Station halt weichen. Können wir noch ein paar Parks hinmachen? Genau. Und dann hier unten einfach den Bus und die U-Bahn hin. Bushaltestelle, wo bist du? Da. Das wird. Ja, so wird das System halt ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, dass es das jetzt wert sein wird. So, und dann mittlerer Blumengarten hin. Und dann gucken wir mal. Oh nein. Ah, sehr schön. Das wollte ich haben. Tatsächlich diese, diese Budgethelfer, sage ich jetzt einfach mal. Aber hier ist noch was. Warte mal. Ah ja, hier ist noch eine Bushaltestelle. Die werde ich einfach da oben hinpacken. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt ein eine Autobahn in unserer Stadt. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Finde ich froh, wirklich. So, dann. Was hat man da hin? Können wir hier einfach alles mit Grünflächen vollkleistern. So. Und ja, wird das genutzt hier? Oh, auf jeden Fall. Schaut euch das an. Sehr geil. Okay, wunderbar. Das freut mich, ehrlich. U-Bahn-Station ist jetzt halt, ne? Kommt halt hier hin. So. U-Bahn-Station. Dann kommt die halt dahin. Und der Park dann dahin. Genau. Sonst noch irgendwas, was hier? Nö. Okay. Okay, der macht also automatisch dann Auffahrten dahin. Ja, geil. Aber ist jetzt die Frage, kriegen wir die überhöhte Autobahn auch hier hin? Shit. Das... Oh Gott. Die Finanzen. Ja, Raketentestplatz. Komm. Machen wir den mal hier neben diese Schule. So, und dann nehmen wir noch die weiteren Sachen hier. Wir haben noch einen Militärstützpunkt. So, zack, hier. Am besten ein bisschen weiter weg von den ganzen Gebäuden. So. Ja, das einzige Problem... Kann man hier vielleicht irgendwie ebenerdig machen? Das geht auch! Das geht auch, okay. Wartet mal. Lass mal laufen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Gute Grüns von Golfern gewünscht. Ja, cool. Die mache ich direkt neben den Militärstützpunkt. Und der Flughafen. Ja, der Flughafen, der muss ja doch. Wartet mal. Der Flughafen muss. Shit. Wartet mal. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht.
Mach die Bildung mal auf Null, Gesundheit mal auf Null. Wir müssen so schnell wie möglich wieder hier aus der Finanzmisere raus. So. Oh Gott. Alles klar, nichts passiert. Wunderbar, okay. Gut. Können wir das wieder hochschrauben? So. Wunderbar. Ach, Glück gehabt. Nachbarschaftshandel. Prüfen. Passt. Wunderbar. Okay. Nichts passiert. ja, das ist jetzt die Frage, ne? Machen die Bildung ein bisschen runter. Wir brauchen Geld. Leute, wir brauchen Geld. Aber hey, wir haben jetzt eine Autobahn und das wäre doch cool, wenn wir die jetzt zu einer ebenerdigen machen könnten. Wie geil das geht. Ey, das geht. Hammer. Das ist wirklich gut, muss ich sagen. Und dann können wir jetzt hier... Das ist ja geil. Ja, okay. Und dann können wir jetzt hier... Ah, nee, können wir hier... Ah. Können wir hier keine Straßenverbindung irgendwie hinmachen, aber das ist nicht schlimm. Das ist geil, dass das geht. Das ist richtig cool. So, okay. Dann machen wir das mal so und dann hier eine erhöhte hin. Ich hoffe ja, dass das... okay. So, wieder ebenerdig. Und da müssen wir das doch hier... Ah, genau! Okay, wunderbar. Neue Stadt setzt sich auf unsichtbare Wellen ein. Das ist ein Radiosender. Sehr gut. Den machen wir dahin. Jawohl, Freunde. Ah, sehr schön. Das heißt, wir haben hier richtig viel Spielzeug, ey. Richtig nice. Okay, so. Das heißt aber dann, hier müsste jetzt der Pendelverkehr eigentlich... Mittel. Oh, oi. Schicker Klotz. So, wunderbar. Das sind mittlere. Elsha Kondots. Sehr cool. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Autobahn. Finde ich sehr cool. So, das ist eine T-Kreuzung. Die brauchen wir nämlich gleich auch. T-Kreuzung. Aber erstmal, tatsächlich würde ich gerne nochmal weitere Gewerbegebiete aufbauen hier. Weil wir haben ja hier eine Autobahnausfahrt, das heißt, sollte eigentlich passen, wenn wir hier jetzt einfach Gewerbegebiete hinklatschen. So, einfach mal so. Genau, da kommt doch direkt was. Kleine Grünflächen hin. Oh, das ist sogar ein richtig großes Ding, was wir da haben, denke ich. So, U-Bahn-Anbindung hier. So, und dann sollte das doch eigentlich jetzt passen mit den Reichen. Oh! Was ist das denn noch für ein Gebäude am Ende hier? Wow. Das sind reiche Büros, ja. Okay, also das ist wirklich gut, dass das hier mit der Überführung so klappt, ey. Richtig krass. Okay. Boah. Krasser Tower, muss man sagen. Und gut. Das heißt, dann machen wir hier jetzt noch einmal ein paar reiche Wohnungen. Ah, jetzt ist hier ein bisschen uneben, aber das ist nicht schlimm. Machen wir hier noch mal ein paar reiche Wohnungen hin. Habt ihr alles? Habt ihr Bildung? Habt ihr Polizei? Polizei haben sie. Feuerwehr? Haben sie auch. Krankenhaus? Brauchen wir noch. Okay, dann machen wir eins hier hin. Ja, okay. Bildung? Habt ihr Grundschule?
Okay, wir brauchen eine große Grundschule. Verdammt. Das heißt, ich würde... Ah, ach nee, okay, die Folge ist schon voll. Okay. Dann, liebe Freunde, würde ich einfach mal vorschlagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.